Nein, aber das war, muss man sagen, es ist für mich die lebende Legende und ich bin echt dankbar, mit dir heute in der Sendung zu sein. Aber. Ja, der Mann steht seit 43 Jahren vor der Kamera, Thomas Gottschalk, unglaublich. Diesen Mann macht natürlich keiner was vor. Wir haben es trotzdem versucht und es hat geklappt. Wetten das. Bad Wörishofen im Ausnahmezustand. Thomas Gottschalk rockt ab. Was ist denn hier los? Wir sind hier los und wie es dazu kam, verrate ich jetzt. Thomas Gottschalk ist in Bad Wörishofen unterwegs und zwar mit seinem Freund Jens Westerbeck. Er ist nicht nur sein Freund, sondern auch mein Lockvogel. Und Jens hat mir hoch und heilig versprochen, dafür zu sorgen, dass Thomas die Chance bekommt, in dieser Buchhandlung hier ins Schaufenster zu gucken. Den Rest schafft der Thomas dann schon allein. Hey, sein Buch liegt ja am Fenster. Leider das alte, Herbstblond. Und wird auch noch verramscht. Von der neuen Biografie Herbstbunt gibt's nur ein Exemplar, gut versteckt im Laden. Da kannst du mal sehen. Das ist das falsche Buch, Mensch. Was? Herbstblond, der Vogel. Ich hab gedacht, das Ding heißt Herbst, hab ich verrückt. Herbstbunt und 3,99 die Spinnwolf. Naja, gut. Soll ich das dir mal sagen, du? Ja, klar. Wir sind jetzt noch 5 Minuten haben wir. Wenn ich mich erkenne mit den Haaren. Ja, ich gehe da mal rein. Die sieht ja auch nicht so aus, als wüsste sowas jetzt gut. Aber gut. Hallo. Herr Thomas Gottschalk, was machen Sie denn hier? Ich wundere mich. Es gibt ein Buch von mir, das heißt Herbstblond, ja, richtig. Nein, Herbstbunt. Herbstblond ist ja wie Winnetou 1 und 2. Also wir sind bei Winnetou 2 und das ist das alte Buch, aber es ist ja wenigstens günstig im Preis. Ja, richtig. Ich habe das auch gestern erst richtig persönlich dekoriert. Gefällt es Ihnen denn nicht? Das gefällt mir schon, wenn es das richtige Buch wäre. Mir ist wurscht. Ich bin ja froh, wenn er die alten Dinger noch verkauft. Ja, die verkaufen sich auch richtig gut. Die, kann man richtig gut verkaufen. Ich glaube, ich habe noch nicht gemerkt, dass es ein zweites gibt. Aber ist es denn besser als das alte? Da kann man drüber streiten. Aber habt ihr das neue gar nicht da, oder was, dieses Herbstbunt? Nee, ich finde aber, auf dem sehen Sie auch noch so richtig gut aus. Für mich aber auch, ja. Aber ja, also wenn man jetzt... In der Wirklichkeit hängt es ein bisschen. Ich habe ja nicht gewusst, dass ich hier... Sag mal, es gibt ja auch so eine Bestsellerliste. Ich bin nämlich jetzt ganz... Sind Sie ein Bestseller, ja? Ich bin aber nicht mit dem anderen. Jetzt ist es aber so, dass ich streite mich da mit diesem Oberförster da, mit diesem, der mit den Bäumen redet. Mit dem redet sonst keiner wahrscheinlich. Ja, okay. Und der war Nummer 1, jetzt ist aber dieser Snowden Nummer 1, den gibt's gar nicht bei euch, dieser Whistleblower, oder? Ja, den haben wir auch. Ist der auch schon 3,99? Der ist noch nicht so, nee, der kostet noch 49,99. 49? Ja. Echt, aber deswegen verkaufen sich ja auch die. Die verkaufen sich echt wie die warmen Semmeln. Wir haben noch einen ganzen Keller von den Dingern. Die alten Semmeln, wie die warmen Semmeln. Oh, da ist das neue. Da ist er. Ich hab das ja doch. Ja, aber da hat noch keiner danach gefragt. Ja, ich frag jetzt immer. Thomas will gerade noch mal nachblättern, wie sein Leben so war. Ja, jetzt geht's aber ganz durcheinander. Da entdeckt er, das ist ja sein altes Buch. Nur der Umschlag ist neu. Das ist der neue Umschlag auf dem alten Buch. Ach so, echt? Altes Buch, neuer Umschlag. Das haben auch diese Fans gekauft. Zeigen Sie mir das mal. Ach, das alte heißt Herbstblond. Ja? Das habt ihr hier Herbstbunt und Herbstblond durcheinander gebracht. Ich bringe es selber durcheinander. Meine Oma hat das Buch hier gekauft. Aber das ist das alte Buch drin. Ich weiß jetzt leider davon gar nichts. Wir machen jetzt Folgendes. Das ist mir auch peinlich. Sie sind die Oma, sind doch die große Schwester. Ich bin die Oma. Vielen Dank. Ganz genau. Aber die haben uns ja beide beschissen. Ja. Wahrscheinlich habt ihr das irgendwie im Verlag, die sind auch ein bisschen verstrahlt. Das sind alles so Buchhändlerinnen. Halt. Also, ja. Das kostet 3,99. Mal kostet es 3,99, mal kostet es 19,99. Ihr habt ja auch eine Meise, Mensch. Ja, warten Sie mal, ich frag mal hier meinen Chef. Herr Wagner, kommen Sie bitte mal, wir haben hier ein kleines Problem. Sie hat auch ein kleines Problem, denn in ihrem neuen Gottschalk ist noch nicht mal ein alter Gottschalk, sondern gar kein Gottschalk. Dafür ein Bienenbuch von Sarah Wiener. Sie sind Herr Gottschalk, ich habe ein Buch von Ihnen gekauft. Oh Gott, jetzt ist es immer schlimmer, hier sind ja schon Maden drin. Können Sie... Sarah Wiener, Bienenleben. Können Sie unterschreiben? Moment. Nein, also nicht Moment, auf, der Chef kommt gleich. Also jetzt pass auf, machen wir Folgendes. Es gibt ja, wie gesagt, ein neues. Ja, genau.
aber nur ein Exemplar, original eingeschweißt und nicht ganz billig. Aber habt ihr da, wissen wir, das ist ja noch die eingeschweißt. Ich kaufe der guten Frau jetzt hier für lächerlich über 20, 35 Euro. Das kostet 35 Euro, ja. Ist ja auch neu verpackt. Aber Herr Gottschalk, ich könnte es ja unterschreiben. Warte. Ja, wir wollen natürlich auch, dass erstmal das Alte verkauft wird. Deswegen muss das Neue ein bisschen teurer verkauft werden. Das müssen Sie auch auf den Bienen unterschreiben. Das hat mit den Bienen nichts zu tun. Das schreibe ich jetzt aber als Sarah Wiener. Ist es so schön, dass Sie ein Bienenbuch schreiben? Ich hoffe, Sie einfach immer Bienenbuch. Also, Pussy, wie heißen Sie? Ich heiße Ü. Ü? Ja, das kriege ich hin. So wie Ü30. Das war die Thomas Wiener, das ist verrückt. Vielen Dank, Herr. Schön. Vielen Dank. Nochmal zum Arzt. Ich sagte, musst du auch mal zum Arzt. Also, pass auf, jetzt mache ich das hier auf und unterschreibe das neue Buch. Ja, wie gesagt, kostet 35 Euro, kostet dann ein bisschen mehr, ja? Ja, ich zahle jetzt hier fast 30, ich zahle jetzt 30 Euro, Sie kriegen das alte zurück, aber das haben Sie ja schon. 35 Euro. 35 ist ja. 35 Euro? Herr Wagner. Jawohl, Moment, danke. Moment. Gottschalk. Sekunde, ich bin im Kundengespräch. Also Vorname. Eveline, das sind wir nicht mehr. Oh, jetzt hier, Herr Wagner, Pussy. Ja. So. Oh, das ist ja toll. Ich zahle das nachher. Ja. Aber jetzt komm mal. Wagner, freu mich. Vielen Dank. Wiedersehen. Okay, tschüss. So, also pass auf. Lassen Sie uns die anderen unterschreiben. Nein, ihr habt ja hier freundlicherweise in eurem Schaufenster da Gottschalk festspielen. Schön, oder? Schön. Ich find's super. Aber es ist das falsche Buch. Sind Sie der ganze Keller? Ich habe die Sachen unten und ich muss natürlich auch schauen. Das Problem ist nur, wissen, der Einzelhandel ist nicht in den besten Zeiten. Ihr könnt ja nicht neuen Umschlag verkaufen. Das ist genauso wie Thomas Mann und dann steht Thomas Gottschalk drin. Das ist ja... Ich habe eine große Konkursware aufgekauft und habe jetzt von der alten Version unglaublich viele Exemplare. Das muss halt erst mal weg. Also mir ist das im Grunde wurscht, wenn ich weg bin. Und die, wissen Sie, die alten Leute hier im Kur, die merken das auch nicht, ob das Alte das Neue ist. Und Hauptsache ist doch, dass Gottschalk draufsteht, ob dann Alte oder Neue ist doch... Ja, da könnt ihr gleich Gummibärchen verkaufen. Ja, kommt mal auch, sollen wir? Oh, was ist denn das hier, Tod? Das, lieber Thomas, ist meine Art, dir zu sagen, herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Das ist der Status Quo hier, guck mal. Thomas, wir haben uns viel Mühe gegeben. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Yeah.
für dich, Thomas. Donnerwetter. Toll. Männer, großartig. Vielen Dank. Whatever you want. Extra für dich. Danke nochmal. Vielen Dank. Danke auch übrigens an Bad Wörishofen. Wir durften die Hauptstraße sperren. Und ich glaube, wir haben mit Bad Wörishofen mal gezeigt, was ein Flashmob ist. Selten waren so viele junge Leute in Bad Wörishofen auf der Straße wie bei unserem Dreh mit dir. Du bist ja ein glühender Status Quo-Fan, das wussten wir. Und hast dich gefreut, glaube ich, über die Musik. Ja, und ich habe das auch mit dieser Band dann noch für normal gehalten. Also ich muss Folgendes... Ich bin ja noch nicht verstört, aber ich muss zu meiner Entschuldigung Folgendes sagen. Ich bin jetzt natürlich wirklich 3 Wochen mit diesem Buch unterwegs, mit diesem Herbstbund. Und diese Verlagsleute, die leben ja wirklich auf einem anderen Stern. Ich hab also zum Beispiel in Wien, da waren wir bei in so einem riesigen Buchladen. Und da hatten die 100 Stühle aufgestellt, dann kamen 1000 Leute, da bin ich schon verzweifelt. Und bei diesen ganzen Buchlesungen denkst du ja dauernd, du bist bei Verstehen Sie Spaß. Das kann ja nicht normal sein. Und was da alles so kommt und dann unterschreibe ich diese hunderte Bücher. Und das ist für mich auch alles völlig neu. Und in diesem